Wieder da, kann man klar und deutlich lesen auf dem T-Shirt des Schützen des Tores, möglicherweise des letzten Jahrzehnts hier in Braunschweig. Ich habe mich übrigens auch schon ein bisschen hier kleidungstechnisch angeglichen, unter Androhung diverser Bierduschen hinter mir, also habe ich natürlich gerne gemacht. So, jetzt natürlich die Frage, wissen Sie eigentlich, was Sie mit Ihrem Tor angerichtet haben hier in Braunschweig? Ja, angerichtet, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich habe, denke ich, dieser Stadt oder wir haben dieser Stadt endlich das gebracht, was diese Stadt verdient hat. Und das ist einfach eine Mannschaft, die in der zweiten Bundesliga spielt. Ging da irgendein Gedanke durch den Kopf in dem Moment? Erstmal zum Schiedsrichter gucken, gilt der auch oder was denkt man da? Nee, also ich habe spekuliert auf den zweiten Pfosten und der wurde dann noch verlängert. Der Ball. Und dann habe ich ihn in die kurze Ecke reingeköpft und dann, also da denkt man nichts beim Kopf. Hauptsache drin. Und hier ist der Aufstiegstrainer, Herr Vollmann. Wie viele Steine sind Ihnen vom Herzen gefallen? Ist eine platte Frage, aber nach dem Spiel heute, denke ich, muss man die stellen. Ja, ich denke, das Spiel war wie die ganze Saison. Es hat viele Hoch und Tiefs gegeben. Es hat hier bis zur letzten Sekunde mehr oder weniger gedauert, bis wir den Aufstieg geschafft haben. Es war eine ganz, ganz knappe Sache. Man hat auch gesehen, dass die Spieler deutlich verkrampft haben. Aber jetzt haben wir es geschafft und jetzt können wir uns auch so ein bisschen freuen. Ein bisschen ist gut. Was bleibt hängen? Nicht nur vom heutigen Tag, von der ganzen Saison. Ja, ich denke, die Saison, die hat immer so auf des Messers Schneide gestanden und wir mussten uns von etlichen Tiefschlägen erholen. Im externen Bereich war sehr, sehr viel Unruhe, weil natürlich 9 Jahre dahinter standen, wo der Aufstieg nicht geschafft worden ist. Und da ist natürlich ein immenser Druck, aber die Mannschaft hat ihn standgehalten. Und ich denke, wir haben heute auch verdient den Aufstieg geschafft, aufgrund dieser ganzen Situation, die ich vorher geschildert habe. Ich übe mich gerade ein bisschen im Lippenlesen, weil wir beide können uns hier wirklich kaum noch verstehen. Dennoch, wenn Sie mich noch verstehen können, wie haben Sie selber diese ganze Saison erlebt? Sie waren ja von Anfang an unter dem Druck, aufsteigen zu müssen. Wie sind Sie damit umgegangen? Ja, ich denke, dass man einfach nur immer wieder versuchen muss, seine Hausaufgaben zu machen. Daran habe ich mich gehalten. Ich habe konsequent versucht, meine Linie aufrechtzuerhalten. Es gab ja immer Diskussionen, eine Spitze, zwei Spitze. Wer ist im Tor? Wer macht dies? Warum spielt der nicht? Man musste immer mehr oder weniger auf allen Vieren durch Braunschweig krabbeln und sich bei jedem entschuldigen für irgendeine Maßnahme, die man durchgezogen hat. Aber ich bin froh, dass ich alles so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Ich werde mir da auch meiner Linie immer treu bleiben. Und letztendlich gibt mir das so ein bisschen recht. Jetzt muss ich noch mal den Schützen des goldenen Tores fragen. Sie waren jetzt schon eine ganze Weile bei uns, um das Spiel zu verfolgen. Was ist denn in der Kabine los gewesen? Sind Sie überhaupt schon mal dahin durchgedrungen? Ja, kurz nach dem Spiel mussten wir, weil die Zuschauer auf den Platz gestürmt sind. Und dann sind wir, manchmal auch zu unserer eigenen Sicherheit, sind wir in die Kabine gegangen. Weil wir eigentlich recht bedrängt wurden oder so. Ist klar, die Freude, die ist überschwänglich auch für viele. Wir haben richtig gefeiert in der Kabine. Ich frage jetzt mal die Regie, ob die Bilder aus der Kabine schon vorliegen. Dann würden wir die nämlich jetzt einfach mal einspielen von Patrick Halatsch. Da sind sie. Das also Bilder unmittelbar nach dem Schluss für Vier in Braunschweig. Weinende Menschen, Herr Vollmann. Ich habe selten so viele weinende Menschen nach einem Sieg gesehen. Ja, ich denke, da hängt auch so ein bisschen der Frust der letzten Jahre drin und man sieht es ja auch in unserem Präsidenten. Wir hören mal kurz Herrn Glogowski zu. Sieg, für mich ist das eines der schönsten Erlebnisse in meiner Eintrachtzeit. Das war sehr nervenaufreibend, das Ganze. Aber ich denke, wir haben nie aufgegeben und letztendlich sind auch kurz vor Schluss belohnt worden.